Heute bin ich mit dem Mädchen bei mir aus dem Haus, der mir geholfen hat, auch hier, dass mein die ATW, mein die Quad wieder in Ordnung ist. Ne? Und hier beim Burgberg, beim Roten Turm in der Nähe, so ein kleines hier Bistro-Restaurant, wo man richtig schön hier frühstücken kann. Und dann mit diesem Ausblick. Ist das schön, herrlich? Fantastisch. So richtig romantisch. Und da sind schon die ersten Ausflugsdampfer draußen, ne? Und da baden auch viele Leute. Ne? 4. November und die Leute baden dort. Da kommt jetzt der nächste Dampfer. Ah, und hier vorne im Wasser heute Morgen baden auch schon. Das ist natürlich cool, ne? Wenn man hier in der Nähe gleich ist, so dann hierher, dann morgens hierher fahren und dann baden. Naja, muss am morgens mal mit Bodo raus. Ehrlich, schön. Da ist ein großer Turm. Da sind auch ein paar Badenixen. Ist doch cool von hier oben aus gesehen. Schön. Da kommt jetzt der nächste Dampfer angefahren. Da hinten aus der Mole, da ist ein Fischerboot rumgekommen. Der fährt fischen. Und hier kommen immer mehr Leute jetzt. So, ich weiß noch nicht, was er bestellt hat. Er hat gesagt, hier Mandelmann, ne? Und dann die Schei haben wir schon da und die Teller. Mal sehen. Hier drinnen sieht das so aus. Ne? Und hier nebenan, da wo es auch der weiße Schirm ist, das ist noch so ein kleines Ding. Das sieht richtig cool aus. Und da hinten drinnen sieht die Küche. Da sieht man die Frauen arbeiten. Alles gut. Kaffee Tersane. Ah, da die Bademixen sind wieder da zu sehen. Einfach schön. Das Wasser ist cool, man kann richtig schön baden. Wie immer, ich fange ja schon an zu essen. Ne? Und hier, das ist hier türkisches Frühstück mit hier Metin. Ne? Und das lassen wir uns jetzt genießen hier. In netter Gesellschaft. Sieht doch alles gut aus. Ist das schön? Kann man hier beobachten, wie die Ausflugsdampfer hier rankommen. Super. Die Leute gehen jetzt aber auch alle baden. Es sind schon ganz schön viele Boote da, nur um zu baden. Ne? Der Medin hat nochmal nachbestellt, so hat die Calzone. So Gössle mehr gefüllt mit Quark, mit Kräuterquark. Super, aber heiß. Weil die werden dann fett gebraten oder gedünstet hier. Super. Und hier ist voll. Voll hier. Ist sehr beliebt hier. Nur die Dampfer, die kommen und gehen. Oh, schön. Und die Berge hinten im Nebel und Dunst. Herrlich. Nicht, dass ihr denkt, hier, das war nur bei uns so voll auf dem Tisch. Ne? Hier, auf den anderen Tischen ist es genauso voll. Ne? Aber man sieht das so ein bisschen. Also das richtig türkisches Essen. Ne? So Hausmannskost, ne? Wo man so will. So, hier geht das so rein. Ne? Aber hier nebenan, da ist nicht ganz so voll. Ne? Und hier so geht das den Weg weiter. Oh, da hinten sollen keine hier Gaststätten mehr kommen auf diesem Weg. Und hier oben ist dann der Burgberg. Ne? So. Und hier, ah, hier filmt auch einer. Ich kann es nicht lassen, die Badenixen. Ist das nicht ein schönes Bild? 4. November und die baden hier mehr. Schön. Falls euch dieser kleine Ausflug hier gefallen hat, ne, dann Daumen hoch, Abo da lassen und einen auf die Glocke hauen. Also diese kleinen Cafés, die Restaurants, ne, das ist ein richtig kleiner Geheimtipp hier. Also das ist richtig geil hier.
damit ihr auch so ein bisschen seht, hier, wo das ist. Ne? Hier ist der rote Turm. Und hier ist so ein kleiner Platz, wo man runtergehen kann, da wo die Leute baden. Hier ist dann, also hier vorne kann man dann abstellen Mopeds, hier kann man abstellen Autos. Hier in dem Fischrestaurant hier, da waren wir schon ab und zu mal mit einem deutsch-türkischen Verein hier, wo wir hier, hier Buffet-Essen gemacht haben. Da sind auch Fischrestaurants und dahinter ist der Hafen. Und da geht es runter zum Hafen.